Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss meinen Beitrag zu diesem Tagesordnungspunkt mit einer Definition beginnen, die ich Wikipedia entnommen habe, und zwar mit der Definition des Begriffes Lüge. Es heißt dort, eine Lüge ist die Kommunikation einer subjektiven Unwahrheit mit dem Ziel, im Gegenüber einen falschen Eindruck hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten. Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen, zum Beispiel um einen Fehler oder einer verbotenen Handlung zu verdecken und so Kritik oder Strafe zu entgehen, Zitat Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn künftige Historiker sich der Frage zuwenden werden, wann der Zerfall der SPD begann, wird der 15. März des Jahres 2015 eine herausragende Bedeutung haben. Das war der Tag, an dem der Bundesvorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, im Deutschlandfunk sich zu Fragen der Vorratsdatenspeicherung äußerte und seine Aussagen dazu mit einer Lüge begann. Er hat erklärt, und ich zitiere, wir haben damals einen Parteitagsbeschluss gehabt, 2011 im Dezember, der übrigens mit relativ großer Mehrheit gefasst wurde, weil wir gesagt haben, Achtung, das, was derzeit in Deutschland an Rechtslage ist, ist verfassungswidrig. Und wir haben die damalige Bundesregierung, CDU, CSU und FDP, sehr davor gewarnt. Das ist uns damals nicht geglaubt worden. Hinterher ist das Gesetz vom Verfassungsgericht gescheitert. Zitat Ende. Das war Dezember 2011. Herr Kollege Dr. Deugner weiß das, weil er ja ausgeprägt gut googeln kann. Der Kollege Sigmar Gabriel, der Bundeswirtschaftsminister, der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und SPD-Vorsitzende, hat sich nicht nur in Datum geirrt, sondern auch in der Frage seiner eigenen Verantwortung. Denn das Bundesverfassungsgericht hat am 2. März 2010 das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen für verfassungswidrig erklärt, dass am 01.01.2008 in Kraft trat und im November 2007 in namentlicher Abstimmung von der damaligen Großen Koalition mit 366 Stimmen verabschiedet wurde, darunter auch Sigmar Gabriel. Das heißt, das Gesetz, dem er zugestimmt hat, ist für verfassungswidrig erklärt worden. Mitnichten hat die SPD jemand davor gewarnt. Ich erinnere wirklich daran, dass Sabine Leuthauser-Schnarrenberger sich bis zum Schluss vehement dagegen gewehrt hat, eine Neufassung der nicht mehr bestehenden Rechtslage herbeizuführen. Herr Kollege Breyer, nur um das zu sagen, auch ich war damals Kläger, gemeinsam mit Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, Sie auch, aber wir jedenfalls auch. Es ist kein neues Feld der Piraten gewesen. Wir haben schon für Bürgerrechte gekämpft, da haben Sie noch in den Windeln gelegen, aber das ist wahrscheinlich, das stimmt tatsächlich. Also altersmäßig stimmt das tatsächlich. Wir brauchen in dieser Frage tatsächlich auch keine Belehrung. Besonders perfide, aber Herr Kollege Deugner, das wissen Sie, ist die Tatsache, dass erneut wahrheitswidrig Herr Gabriel weiter Folgendes erklärt hat. Die Vorratsdatenspeicherung ist kein Allheilmittel, die wird uns nicht bei jeder Gelegenheit helfen, alle Straftaten zu verhindern, aber sie kann uns durch eine schnellere Aufdeckung von Straftaten helfen, die nächste Straftat zu verhindern. Und jetzt kommt es, das ist die Erfahrung gewesen der Norweger bei dem Attentat von Herrn Breivik, einem rechtsradikalen Attentäter auf sozialdemokratische Kinder und Jugendliche in einem Zeltlager. Da wird immer behauptet, es hätte gar nicht stattgefunden, das ist falsch. Wir haben die Norweger gefragt, wir auch. Auch heute noch bestätigt die norwegische Botschaft, es gibt in Norwegen keine Vorratsdatenspeicherung, weshalb dieses Beispiel nicht herangezogen werden kann, dafür die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Es ist perfide und es ist eine Wiederholungstat, denn bereits Ende 2013, Herr Dr. Kollege Dr. Deugner, ist Herr Gabriel darauf hingewiesen worden, übrigens ein Artikel, den man bei Zeit Online nachlesen kann, Vorratsdatenspeicherung, Gabriel spielt mit der Angst der Bürger. Es ist dokumentiert worden, dass die Aussage falsch wäre, hat sie wiederholt und ich sage noch einmal, wir wehren uns zu Recht, Sie und wir gemeinsam zu Recht, dass instrumentalisiert wird, mit den Ängsten der Bürgerinnen und Bürger zu spielen. Dass es ein sozialdemokratischer Bundesvorsitzender tut, um eine Maßnahme ins Werk zu setzen, die ich für absolut rechtswidrig halte, finde ich schon einen Skandal sondergleichen. Und da erwarte ich eine Klarstellung durch die Sozialdemokratie dieses Landes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben mehrere Länder, in denen es die Vorratsdatenspeicherung deshalb nicht mehr gibt, weil Verfassungsgerichte sie beseitigt haben. Gerade in den Niederlanden und in Belgien beispielsweise haben die Verfassungsrichter erklärt, die dort vorgehaltene Vorratsdatenspeicherung ist rechtswidrig auf der Grundlage der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und man muss auch nur beide Entscheidungen, Verfassungsgericht und Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, übereinanderlegen, um festzustellen, dass es technisch schon gar nicht möglich wird, die Kriterien zu erfüllen, die beide Richter aufgestellt haben, unabhängig von der Frage, dass ich das auch aus bürgerrechtlicher Sicht für unakzeptabel halte. Das Verfassungsgericht hat bei uns erklärt, wenn Menschen das Gefühl haben müssen, dass ihr Kommunikationsverhalten komplett überwacht wird, wird das ihr Verhalten verändern. Und das ist einer freiheitlichen, demokratischen Werteordnung abträglich, Bundesverfassungsgericht. Und dass der Europäische Gerichtshof hat erklärt, Berufsgeheimnisträger dürfen nicht kommunikativ überwacht werden. Wie das gelingen soll, dass Sie jetzt künftig erwarten, Sozialdemokraten, dass Berufsgeheimnisträger erklären, welche Telefone sie unterhalten, damit festgestellt werden kann,
dass sie gar nicht da technisch erfasst werden, bleibt ein Geheimnis. Sprechen Sie mal mit Leuten aus dem Bereich, die was davon versteht. Es geht technisch und rechtlich, ist es nicht akzeptabel, politisch schon gar nicht. Ich erwarte von Sozialdemokraten die Bestätigung der einhelligen Beschlusslage des Deutschen Landtages außerhalb der Union, von der ich in dieser Frage wirklich nichts erwarte. Die Bestätigung der Beschlusslage von 2013, dass unsere in dieser Frage, die Bestätigung der Beschlusslage dieses Landtages, dass wir Landesregierungen auffordern, auch im Bundesrat dafür Sorge zu tragen, dass dieser Unsinn endlich ein Ende hat und wir von der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung Abstand nehmen. Herzlichen Dank.